DICOMP, die App zur Diagnose digitaler Kompetenzen. Ein F&E-Projekt der DRA Westfalen. Stichwort Digitalisierung. Digitale Kompetenzen sind die Voraussetzung für die Arbeit mit innovativen Technologien. Aber welche Kompetenzen benötigt man genau? Welches Wissen besitzt man schon und wo liegen die Weiterbildungsbedarfe? Diese Fragen klärt die App DICOMP. Die App DICOMP ermöglicht eine Selbsteinschätzung der bestehenden digitalen Kompetenzen und berechnet individuelle Kompetenzprofile. Es werden Benchmarks des eigenen Kompetenzprofils im Vergleich mit der jeweiligen Berufsgruppe errechnet. Individuelle Qualifikationsbedarfe hinsichtlich verschiedener Zukunftsanforderungen werden analysiert. Und los geht's. Die Anmeldung ist ganz einfach. Erstens App aus dem Play Store oder App Store laden. Zweitens Zugangscode eingeben. Und schon ist man angemeldet im System und kann beginnen mit der Selbsteinschätzung. Die Selbsteinschätzung basiert auf den 5 Kompetenzfeldern des Europass für digitale Kompetenzen: Datenverarbeitung, Erstellung von Inhalten, Kommunikation, Problemlösung und Sicherheit. Die Selbsteinschätzung erfolgt über eine intuitive Smiley-Skala und dauert in der Bearbeitung ca. 10 Minuten. Die App bietet im Anschluss 3 verschiedene Auswertungsmöglichkeiten an. Erstens Kompetenzprofil. Das Kompetenzprofil gibt einen Überblick über die bereits vorhandenen Qualifikationen. Wo habe ich Stärken und wo habe ich Schwächen? Zweitens Benchmark. Das Benchmark zeigt eine Gegenüberstellung des eigenen Kompetenzprofils mit dem durchschnittlichen Profil einer Berufsgruppe. Wie gut bin ich im Vergleich mit anderen? In diesem Fall als Pflegekraft. Drittens Bildungsbedarf. Der Bildungsbedarf zeigt einen Vergleich des eigenen Kompetenzprofils mit Anforderungsprofilen für verschiedene zukünftige Arbeitsbereiche. Was muss ich noch lernen, wenn ich bestimmte Funktionen übernehmen will? In diesem Fall zum Beispiel im Bereich der elektronischen Fallakte als Pflegekraft. Bildungsangebote. Für viele der identifizierten Bildungsbedarfe können direkt aus der App heraus Weiterbildungseinheiten abgerufen werden. Für andere stehen Informationslinks zur Verfügung. Datenschutz. Oberstes Ziel ist die absolute Anonymität der User. DICOMP benötigt keinen Namen oder Mailadressen, sondern arbeitet mit zufallsgenerierten Codes. Jeder User hat zudem die Möglichkeit, seine Daten vom Smartphone oder auch vom Server zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter digitalekompetenzen.org. Nehmen Sie auch gerne mit mir Kontakt auf, wenn Sie Fragen haben.